Ah, aber das funkt hier. Und das funktioniert. Wir gucken. Ne. Schied. Aber dann kannst du da weiter durch. Ja. Gibt's noch eine andere da oben auch? Ne, da oben ist nur abgerissen. Ja. Schwimmt bestimmt irgendwo der weiße Hai. Okay, kommen wir erstmal nicht weiter. Da geht's weiter zum Minimum. Ja, das sollten wir wohl zu Fuß dann machen. Ja. Wenn wir das überhaupt können. Wir kommen ja gar nicht durch. Ja, wir kommen ja gar nicht da durch. Haha. Also müssen wir ihn doch. Naja, dann müssen wir ihn nochmal nehmen. Also muss er irgendwas für uns hier bewerkstelligen. Ja. Was auch immer. Aber der kann ja da. Der Ball liegt schon an. Ja, er ist ja schon. Er ist ja schon drüben. Oder? Ach so. Sind wir jetzt wieder. Ne, jetzt kommen wir wieder zurück, oder? Ja. Bin mir nicht sicher, wo sind wir denn jetzt? Doch, doch, jetzt sind wir da, wo er steht. Ja, oh, okay. Nee, dachte ich eigentlich auch. Ja. Okay, dann. Links ging die Tür auf, oder? Ne? Ist egal. Ja, da waren wir ja schon drin. Da haben wir schon eine Runde gedreht. Hier. Ja, oh. Da hinten ist noch was. Ja, aber da kommen wir nicht hin, glaube ich, oder? Doch, da kommen wir hin. Ui. Okay. Dann ist das wohl nicht das Verkehrteste. Eine Tür geht auf. Dann ist das. Dann ist er doch bestimmt hier. Ja, genau, da sind wir. Gut. Niki. Das stimmt nicht. Bei der Menge an Mondgesteinen, die wir einsetzen, müssten wir viel mehr Helium-3 fördern als das, was wir in unseren Tabellen angegeben, was in unseren Tabellen angegeben ist. Es ist, als ob ein Teil des Heliums nie registriert wird. Aber das widerspricht jedem Protokoll, das ich kenne. Wieso würde der Lunarat das zulassen? Julia. Hi Julia. Ich muss zugeben, dass die Zahlen nicht stimmen, aber lass uns keine übereilten Schlüsse ziehen. Dr. Johansen würde nie zulassen, dass irgendetwas das Energiesignal des MPT gefährdet. Ihm ist die Erde zu wichtig. Er hat noch Familie da unten, so wie die meisten von uns. Es ist sicher ein Missverständnis. Ja, sicher. Nein. Batterie und Schüssel. Isaac Johansen. Batterie, Tischscheucher, Motor, Schüssel, Fabrik, Dombo-Anlage. Rückseite. Vorsicht, Batteriekapazität ist beschränkt. Sollte sie voll sein, aktivieren Sie nicht den Reaktor. Das System stößt überschüssige Energie gewaltsam ab. Bitte seien Sie vorsichtig, Isaac Johansen. Wir sind doch immer vorsichtig. Ja, genau. Was soll schon passieren? Ja, genau. alles gesehen. Da geht es Richtung Heliumlager. Ah ja, wir sind jetzt einmal hier rum, ne? Also wir sind schon woanders jetzt. Ja.
aber eine schön. Ist rot. Das ist nicht gut. Nee, wahrscheinlich nicht. Fehlen die anderen, oder? Ja, nee, das, ja, wahrscheinlich muss das voll Helium gemacht werden, ne? Das Ding. Na, dann such mal, ne? Oh, da hinten blinkt auch einiges rot. Lager verschlossen, Türen öffnen. Genau. Das war einfach. Oh. Steht da was? Nee. Na, das sagt aus. Nee. Ja, ich dachte aber auch, da stand einer. Jetzt, ne? Oh. Alle Helium-3-Kanister zum Transport ausgetragen. Kanister CS für Reparatur markiert. Achso, ja, das ist der rote, der da hinten hängt. Ja. Okay. Das heißt, du musst die jetzt alle darüber schleppen, einzeln, oder was? Das werden wir dann sehen. Kann man dieses Teil hier bewegen? Nee, kann man nicht. Hat sich das an dem Ding gerade geändert? Nee, ne? Nee. Das sieht nicht so aus. Okay. Dann müssen wir wohl mal hier runter. Jo. Jo, dat. Kannst du die rausziehen? Da sind doch so Griffe dran. Das geht erstmal. Ja, ich habe aber gerade nichts angezeigt gekriegt. Leerer Helium-3-Behälter. Im Laufe der Jahre wurden inoffiziell geringe Mengen an Helium-3 aus der Turmbo-Anlage an einen unbekannten Ort gebracht. Langsam aber stetig sammelte der Lunarat eine beträchtliche Menge an Helium-3, um Treibstoff für die Outboard-Reise zu haben. Als Turmbo evakuiert wurde und MacArthur die Ausrichtung des MPT in der Copernicus-Mondzentrale änderte, was zum Blackout führte, blieb nur eine geringe Menge an Helium-3 im Reaktor übrig. Wären Sarah und Isaac nicht gewesen, als das Helium-3 zur Neige ging, hätte der Reaktor einen dauerhaften und irreparablen Schaden erlitten. So, so. Hm. Da ist bestimmt irgendeiner von denen, den du dann ziehen kannst oder so. Da, was ist denn da drin? Reaktorkühlung. Kühlung. Reaktor, Kühlung, Forschung und Entwicklung, Rosa Laverne. Ja. Ja. Ist aber nichts mehr drin. Leer, ne? Da ist einer. Nee, das war ja wieder das Ding. Das war ja nee, ich meinte, der da leuchtet. Ach so. Nicht das Ding. Ja. Der leuchtet zwar. Ist aber trotzdem leer. Nur, oh. Aber hier geht ja noch Treppen. Da haben wir auch noch einen leuchtenden. Ja, wir leuchten ein paar, aber. Die sagen, kannst du das kennen, da die Dinger? Ah. Zeigt nichts an. Okay. Also die Tür geht nicht, aber da hinten geht's ja weiter. Oh, da sind noch welche drin, ne? Ja, ich denke mal, ne? Okay. Man sieht ja so schlecht, das Quatsch da drin so. Ja. Ich habe auch eben wieder einen Lüftungsschacht gesehen. Hm? Okay. Den werden wir dann sicher benutzen. Speichert. Oh. Ja. Da kommen wir aber nicht. Doch, da kommen wir hin. Gesundheit. Ja. Da hinten klingt's rot. Interagieren. Den kannst du bestimmt da irgendwo einstöpseln. Okay, den können wir schieben. Oh, da sind mehrere von diesen Leuchtdingern. Hm. Klong. Vielleicht mit der anderen Seite, vielleicht muss den drehen. Ja, den muss erstmal. Der ist ja irgendwie. Ich glaube, du musst den drehen. Meinst du? Ja, kann sein. Ja. Das sieht doch hinten aus wie vorne. Ja, wer weiß. Wer weiß? Nee. Das ist auf der anderen Seite. Wo kann man den hinschieben? Ja, andere Seite. Ach, das sind. Ja, da! Okay, da sind. Ich weiß nicht, was jetzt diese
Männchen zu bedeuten haben. Ich muss mal die, vielleicht muss man die drücken oder so. Da unten ist ein blauer, der ist auch blau. Dann fehlt da rechts. Da, Mal eben nochmal gucken. Sieht der wirklich, ja, der sieht. Rechts ist kein blauer. Oder doch? Doch auch. Oder? Doch auch. Okay. Ja. Kann das sein, dass wir den erst irgendwie aufladen müssen oder so? Weil der ist ja, ja rot. Aber, ja, ja, aber wo denn? Ja, weiß ich auch nicht. Guck mal da oben die Dinger. Kann man da was dran machen? Ja, müsste da hinkommen. Vielleicht können wir ihm, ja, wir können ihm ja mal schicken. Ja, vielleicht müssen die da das anzeigen, was da oben die anzeigen. Da ist nämlich eine Scheibe. Da kommen wir nicht durch, das ist eine Scheibe, ja. Gehen wir zur Scheibe A, ist dann eine Scheibe. Da hinten könnte sich vielleicht einstupsen. Ne, das ist auch für die Dinger. Da! Da steht was. Das ist Helium. Da kommst du auch die Treppe hoch. Nee, das ist Strom. Ja, Strom. Ja. Da kommst du mit, wenn du die Treppe hoch. Da rein. Hau mal das Ding da rein. Eine Leiter ist hier, okay. Ja. Mhm. Hau mal das Ding da rein. Ja, springen. Muss doch. Das kannst du das Ding da hinschieben und dann kletterst du drauf. Deswegen. Das könnte natürlich sein. Meinst. Ja. Wie soll der denn da hochspringen? Ja, ja, lass auch das Ding da hoch. Genau. Meinst du? Ja. Hammer, ne? Ah. Da müssen wir nochmal drauf kommen. Ja. Ah, jetzt. Tidi. Greif's dir. Nimm sie. Nimm sie! Oh. Ja. Oh, oh, da ist jetzt Strom drauf. Da gehen wir jetzt nicht mehr rein. Ja. Aber woher will er sonst sein? Ja, dann Scheiße. Muss er uns wahrscheinlich jetzt wieder retten. Unser ICE irgendwie. Ja, dann schick den mal. War da irgendwo jetzt noch eine Luke? Das weiß ich nicht. Also wir können ja einmal zu ihm wechseln, dann sehen wir ja. Wow, ja, der ey. Seite da ist oben. Noch mal. War da oben was? Ne, da nicht. Aber hier rum, ja. Aber wohin? Boah, das ist so dunkel. Ah, da kommen wir in diesen Raum. Mhm. Und da können wir vielleicht das Ding auch ausschalten hier. Systeme gesperrt. Oh, nee, boah, Pratzel, das ist klingt gruselig. Ja. Das ist schon nicht ganz ungefährlich. Nee, also ich komme mit ihm jetzt auch nicht weiter. Ne? Nee. Okay, dann warte mal, dann machen wir es wieder. Dann ziehen wir das Ding wieder raus und springen da. Schalten die Systeme da aus. Dann müssen wir nur das Teil darüber schieben, da wahrscheinlich. Ja, stimmt. Ja. Und danach dann den Strom. Genau, genau. Erstmal die Systeme ausschalten und dann. Wofür war denn das Teil hier, wo der drin steckte? Wo steckte der? Ne, der lag nur da. Der lag da drin. Ja, ja. Okay, dann. Ja. Nicht ins Wasser schmeißen. Nee. So, dann mal auf die andere Seite. Kommen wir da so hoch? Nee, sieht nicht so aus. Nee, dann müssen wir ihn wieder rüber schieben. Oh. Schon aus.
Ach so. Ja, ist da kein Strom da. Ja, scheiße. Ah, oh, lieber Gott. Ist das lustig. Ja, toll. Nicht wahr, oder? Ist da wohl nicht die Lösung? Ja, oh, schein. Ja, aber ich habe eine Idee. Ja. Vielleicht musst du, geh noch mal da ans Wasser. Vielleicht musst du den nicht so ganz genau gerade dran schieben, sondern halt so quer dazwischen, dass du quasi drüber springen kannst. Oh, das ist viel zu weit. Ja, aber der ist ja ziemlich lang. Ich würde, also mittig irgendwie. Ja, wir testen mal eben. Ja. Muss natürlich gut zielen, ne? Dass da gleich alles am Brutzeln ist. Ja, und jetzt noch ein bisschen weiter rüber, damit das schön in der Mitte ist. Naja, aber er hat ja erst gespeichert, das heißt, wir haben... Ja. Das da ist... Nee, kann auch gar nicht funktionieren, weil du kommst ja gar nicht hoch. Nee. Ach doch, klar, kletter mal drauf. Ja, ja, wenn dann über das Ding, aber... Ja, ja, ist aber zu weit weg, ne? Nee, geht. Also wenn ich das, wenn ich das gleich Seite. Zurück... Oh. Egal. Komm, du schaffst das. Chaka. Vielleicht kriegen wir nur einen kurzen Dämpfer und dann ist wieder gut. Das soll schon passieren. Genau. Oh. Oh mein Gott. Ja, geil. Hei, hei, hei. Cool. Neu starten. Und schon bratzelt es nicht mehr. System nicht im Vollzustand. Ja. Huch! Oh, speichert, oh, das ist kaputt gegangen. Mhm. Ja, das ganze Ding hier war. Verdammt, ich war jetzt purzelt es ja wieder, oder? Nee. Nee, okay. Doch. Ab und ah, nur ja, stecken weiter. Das heißt, wir müssen da schnell durch. Ja, dann springen wir wieder. Wohin? Jetzt wieder springen. Springen wieder. Kann man es wieder rausziehen? Nee, ne? Ja, kannst du ja, klar, weil brauchen wir jetzt nicht mehr. Ist ja alles voll besetzt. Ja. Ist das sicher oder brauchen wir brauchen wir den Strom für andere Dinge? Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, du kannst den jetzt wieder. Ja. Er war nur für die Kommandozentrale da. Kannst du wieder raus. Notstromversorgung. Ja, ich meine, jetzt drehen sich ja die Dinger da unten und vielleicht wäre das aber nötig. Keine Ahnung. Ja, eben. Keine Ahnung. Wüsste aber auch nichts anderes insofern. Ja, gut, man hätte ja Zeit hier durch zu. Moment, warte mal. Müssen wir uns vielleicht merken, wie. Aber wohl. Nee, kann ja nicht sein. Hm. Aber ich würde jetzt mal wieder zurückgehen, weil vielleicht, dadurch, dass du das ja alles resettet hast, vielleicht geht ja jetzt woanders wieder irgendwas. Oh, guck mal, das Rote da war doch vorher nicht. Meinst du, oder das doch? Können wir jetzt sein? Doch, klar. Doch, doch, das war rot. Und auf der anderen Seite war es blau. Und da haben wir noch gedacht, das wäre... Ach, okay, okay. Ja, also... Nee, da wird nichts reingesteckt. Wir müssen nur... Wieder zurückgehen. Ja, aber wir kommen ja nirgendwo mehr raus. Da ist nichts mehr. Aber von wo sind wir denn gekommen? Oh, da links gerade. Ja. Er ist halt wieder so schnell. Oh, er ist so schnell. Ja. Nee, da geht doch nichts. Nee, da ist nicht. Doch gar nichts. Ich dachte, da wäre eine Tür. Ah. Wir haben wieder keinen Saft mehr. Oder guck mal, ne, da hinten geht's da hoch. Soll das Teil mal nach da hinten ziehen? Ich weiß. Kurze Probe. Oder wir brauchen eben tatsächlich, dass der Strom an sein muss und wir halt Timing beben. Ja, aber wohin? Brauchen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ach so, vielleicht geht die Tür in der Kommandozentrale auf. Das hat man nicht geguckt, ne? Weil wir kamen daher. Ja, okay.
guck mal gerade auf deine Info, was du machen sollst, weil da stand nämlich vorhin irgendwas mit der Einschiene. Guck mal, suche im Hangar der Einschienenbahn nach Helium 3. Das haben wir ja, ne? Also deshalb ist das doch, oder? Also müssen wir das nee, das hat damit ja nichts zu tun. Überprüfe den Lagerbereich für Helium 3. Das haben wir abgearbeitet und jetzt sind wir in Suche im Hangar der Einschienenbahn nach Helium 3. Ja. Ja, aber sind wir da nicht im... Das ist das Heliumlager, das haben wir durch. Geh nochmal hoch. Nee, zurück. Ja, da, wo die Einschienenbahn war. Genau. Da muss irgendeine Einschienenbahnstation. Ja, da kommen wir ja nicht rein. Tritt mal gegen. Mann. Und wir vielleicht haben müssen wir doch den Strom da anmachen. Oh, nee. Damit die Tür aufgeht, ne? Ja. Oder geht die Tür in dem anderen Büro, in dem Kontrollding auf, wenn der Strom an ist? Ich vermute eher, dass tatsächlich die Tür da drüben, aber wie sollen wir das bewerkstelligen? Aber dann kommen wir da nicht hoch. Du müsstest ja dann quasi schieben, also ins Wasser springen, wenn es nicht glitzert. Dann schieben, dann hoch, ja. Und dann wieder schieben und das ist von der Wahnsinn. Zeit her schwierig, ja. Aber du schaffst das, komm. Wir glauben an dich. Ja, das ist nett. Ja, wir gucken mal, wie lang die Zeit überhaupt ist, die man hat. Ja. Das ist schon. Ich kann dir sagen, was passiert, wenn das Blaue ins Wasser kommt, Ratzel. Siehst du, wenn die Ja, klar. Okay. Jetzt. So, wenn das Blaue ins Wasser kommt, dann bratzelt. Spring hoch. Okay, hoch. Wow! Oh! Ja, ich hab gerade die Füße hochgezogen, ey. So, jetzt ist nämlich hier auf. Ja. Ja. Eieieiei. Und da soll sie jetzt, genau, das ist der Hangar, und da soll sie jetzt wahrscheinlich suchen nach Helium. Ja, da hängt die kaputte Einschienenbahn. Ja. Boah, ist das gruselig. Das finde ich gruselig. Wieder raus. Gefällt mir nicht. Da ist Helium. Und eine Erinnerung. Mhm. Dann erinnern wir uns mal. Isaac? Hey! Sie haben alles mitgenommen und... Was ist hier los? Bleib einfach da! Bleib da! Ich muss nur... Ist das Helium? Nein, es... ist... Nicht das, wonach es aussieht. Es ist für Cathy, okay? Sie wartet. Sie ist auf der Arche und ich muss das zu ihr bringen. Isaac, wovon redest du? Drei. Wir haben drei Archen für Outboard konstruiert. Ja, die sind fort. Nein. Am Ende hatten wir nur genug Treibstoff für zwei. Also hat MacArthur die Kryopatienten in die letzte verlegt. Und Cathy ist noch auf der Arche. Gefangen hier auf dem Mond. Warte. Aber damit kann ich... Isaac, es tut mir leid, aber die Erde geht absolut vor. Die Erde rettet niemand mehr. Sarah, mit oder ohne NPT, unsere, Cathys einzige Hoffnung ist Outward. Hör mir zu, wir können die Erde nicht aufgeben. Unsere Heimat, Cathys Heimat. Denk doch auch an Claire. Sie hat sich entschieden und ich kann nicht zurück. Aber mit Cathy... Und Outward gibt es eine Chance auf einen Neuanfang, einen neuen Morgen. Was immer nötig ist, damit sie sicher sind, selbst wenn sie nicht verstehen. Aber manchmal liegen wir falsch, Isaac. Deine eigenen Worte. MacArthur liegt falsch. Sarah. Outward ist falsch. Sarah. Alles daran ist... Was? Klang so. Ja. Ich, mit dem Schraubenzieher. Ja, du hast da meinen Schraubenzieher. Ich muss los. Alter. Klei. Oh, weia. Alex, Terminalzugriff. Schick sie los. Isaac?
Nein! Da steht es hier. Sarah, tu das nicht! Ich kann das nicht zulassen. Nein! Ja. Oh, Sarah, was hab ich getan? Ja. Bleib bei mir. Tut mir leid, Isaac. Es ist okay. Ist okay. Ja. Stirb ruhig. Ist schon okay. Ich verzeih dir. Dass du meinen Schraubenzieher jetzt... Ja, genau. Also kann ich helfen. Auch wenn du mich dafür hast. Okay, ganz ruhig, Sarah. Hör mir zu. Halt die Augen offen. Hey, Kumpel. Sarah? Hey, Sarah. Nein. Was da? Nein. Sarah? Es ist okay. Ist okay. Ja, nichts ist okay. Es tut mir so leid. So leid. Das hatte aber jetzt mit achtsamen Worten nichts zu tun. Nee. Das war sehr unachtsam gemordet. Das hier muss niemand sehen. Ja. Oje. Was war denn da hinter dir? Okay. Ein Schienenbahnterminal. Das Terminal hat den ein- und ausgehenden Verkehr im Hangar der Einschienenbahn erfasst. Ein aufgezeichneter Befehl zeigt, dass eine Einschienenbahn mit kritischer Geschwindigkeit abgesandt wurde, mit verheerender Auswirkung auf Teile des Gebiets. Wochen später zeichnete das Terminal zusätzliche und ungewöhnliche Aktivitäten auf. Was waren hinter dir noch? Warum hatten wir da? Von da sind wir. Ach so, nee, das war das. Okay, erstmal. Kommen wir denn da jetzt rein, wo das Helium ist? Ja, das ist die Frage, ne? Ich guck mal eben kurz rum hier. Oh. Okay. Da musst du was draufschieben, wahrscheinlich. Ja, hier, genau. Der muss geöffnet werden. Wäre schön, wenn man das hier direkt ziehen könnte, aber das geht nicht. Ja, das Helium zieht man da drauf. Müssen wir erstmal welches kriegen? Ja, das stand doch da. In der Tür rechts. Was? Ja, die vorne die Tür rechts. Welche Sache jetzt genau, wie ich stehe, wo? Geradeaus rechts. Müsste doch was stehen. Nicht? Nein. Hatten die das hingeschoben? Sieht nicht so aus. Aber durch irgendeine Tür habe ich das, durch irgendein Glas habe ich das doch leuchten sehen. Und was auf der anderen Seite, oder was? War doch da drin. Da ist es doch. Ja. Dann müssen wir da wieder was einstöpseln. Ja. Ja, irgendwas draufschieben, ja, dann, damit wir das daher ziehen können. Kannst du ihn reinschicken in der Zeit vielleicht? Ach so, ja, könnte man probieren. Was war das? Noch ein Zettel. So ein Evakuierungsdings müssen wir das lesen? Nee. Wer es lesen möchte, Pause drücken, kurz lesen. Ich scroll einmal runter, dann den Rest lesen. aber so langsam wissen wir ja, was hier abgegangen ist. So, also probieren wir es hier oder drüben. Ist egal, wir probieren es irgendwo. Da geht er jetzt nämlich durch. Da geht er durch. Oh, da sind da steht das Ding. Viele kaputte Dinger.
Ah, da ist es. Okay. Wie kommen wir da rein? Ah, da rein. Ah, uhu. Ja. Ah, super. Kannst du gerade wieder zu ihm.